Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Pressekonferenz etwas verspätet, daher ohne lange Umschweife. Zu Gast bei uns Martin Schulz, Parteivorsitzender der SPD, mit dabei am Tisch Natascha Kohnen, seine Stellvertreterin. Martin Schulz hat das Wort. Ja, vielen Dank. Ich habe mit den Kolleginnen und Kollegen der Landtagsfraktion gemeinsam mit Natascha und Markus über den bevorstehenden Parteitag natürlich geredet, über die Sondierungsverhandlungen, die Ergebnisse der Sondierungsverhandlungen. Wir haben das intensiv hier diskutiert. Es gab in der Landtagsfraktion eine breite Unterstützung für die Sondierungsergebnisse, sicher auch eine ganze Reihe von Nachfragen. Wir haben auch die Chance genutzt, noch mal zu erläutern, was wir sowohl in Sondierungsverhandlungen als auch in zukünftigen Koalitionsverhandlungen erreichen wollen, was wir vertiefen müssen, wo wir präzisieren müssen. Und ich habe auch noch mal darauf hingewiesen, Koalitionsverhandlungen sind keine Sondierungsverhandlungen und Sondierungsverhandlungen keine Koalitionsverhandlungen. Das wird also ein bisschen vermischt. Wir haben sondiert, ob es Sinn macht, in Koalitionsverhandlungen einzutreten. Ich bin mit meiner Kollegin Natascha Kohnen, die ja wesentliche Kapitel dieser Sondierungsvereinbarung verhandelt hat, der Meinung, ja, das reicht in der Substanz, um in Koalitionsverhandlungen einzutreten. Deshalb werden wir das dem Parteitag auch empfehlen. Aber die haben noch nicht begonnen und die Koalitionsverhandlungen sind auch noch nicht zu Ende. Und an ihrem Ende wird ein Mitgliederentscheid der SPD-Mitglieder stehen. Das ist auch insofern wichtig, als die Mitglieder unserer Partei das letzte Wort haben. Und ich empfehle auch, dass sie das letzte Wort darüber haben. Und deshalb hoffe ich, dass der Parteitag uns ein Mandat gibt, in die Koalitionsverhandlungen einzutreten. Die Stimmung hier in der Landtagsfraktion war ganz ausgezeichnet. Ich möchte mich herzlich bedanken für den freundlichen und auch freundschaftlichen Empfang. Wie das halt so ist, haben wir auch ein paar Punkte sehr lebhaft diskutiert. Ich bin ja auch ein lebhafter Mensch. Und ich bin Natascha und den Kolleginnen und Kollegen hier in Bayern sehr dankbar für den Rückenwind, den ich heute, Markus, den ich heute aus der Landtagsfraktion gespürt habe für den bevorstehenden Parteitag am Sonntag. Und ich stehe gerne Ihren Fragen zur Verfügung. Wir gehen auch gleich in die Fragerunde. SPD-Vorsitzender ist das schönste Amt nach dem Papst. Haben Sie sehr daran gezweifelt in den letzten Tagen? Wie sehr hat Sie das genervt, dieses Gezerre und diese Querschläger? Ich habe dem Franz schon mal bei einer anderen Gelegenheit gesagt, da ich nicht weiß, wie das Papstamt ist, kann ich nicht nachvollziehen, ob es tatsächlich so ist, dass das SPD-Vorsitzendenamt das schönste nach Papst ist. Aber sagen wir mal so, wenn der Papst vergleichbare Herausforderungen hat wie der SPD-Parteivorsitzende, hat er eine Menge zu tun. Frau Schnell. Eine Frage zu den Nachbesserungen oder den Zielen, die man jetzt in den Koalitionsverhandlungen hat. Kann man dann die Dinge, die jetzt in den Sondierungsgesprächen sind, kann man das nochmal aufspielen? Oder ist das, was da wünschlich konkret dann auch so? Naja, Sondierungen dienen dem Ziel, dass man auslotet, kann man auf der Grundlage bestimmter Übereinstimmungen miteinander verhandeln. Ein Sondierungspapier ist kein Koalitionsvertrag. In dieser Logik wird natürlich auf dieser Grundlage weiterverhandelt. Da kann es sein, dass Dinge dazukommen. Es kann auch sein, dass Sachen weiter vertieft werden. Der Eindruck, der so ein bisschen erweckt wird von interessierten Kreisen, das sei jetzt ein abgeschlossener Vertrag, dann bräuchten wir keine Koalitionsverhandlungen mehr. Das ist nicht so. Es gibt keine Obergrenze. In diesem Vertrag gibt es keine Obergrenze und es wird auch mit der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands keine Obergrenze geben. Das ist ganz einfach. Ich meine, ich sehe natürlich, dass die Kollegen anderer Parteien auch ihre politischen Strategien haben. Das nehme ich denen auch gar nicht übel. Aber was in dem Vertrag drin steht, ist, dass wir für subsidiäre geschützte Menschen den Familiennachzug ermöglichen wollen. Und ich hoffe, dass wir zu vernünftigen Regelungen bei dem Einwanderungsrecht in Deutschland kommen. Wir werden zum Beispiel bei der Mietpreisbremse oder bei der Frage, ob wir die Modernisierungsumlage in der heutigen Form erhalten und damit weiterhin zu Mietsteigerungen beitragen oder ob wir die reformieren. Über solche Dinge werden wir in Koalitionsverhandlungen intensiv reden oder über die Frage, ob wir
zwar die Bürgerversicherung nicht einführen, aber uns damit abfinden, dass wir weiterhin Baustellen in der Zweiklassenmedizin haben. Das sind so Dinge, wo in den Koalitionsverhandlungen sicher vertieft dran gearbeitet werden muss. Bitte? Das ist ja kein Korridor, das ist eine statistische Größe, die festgestellt worden ist, dass in den letzten Jahren diese Zahlen an Menschen außerhalb der Menschen, die Asyl beantragen und nach der Genfer Flüchtlingskonvention zu uns kommen. Das ist eine statistische Größe und kein Korridor. Wer das glaubt, das sei einer, der irrt. Herr Rückert? Sie ziehen jetzt die Glocke durchs Land und versuchen, Ihre eigene Partei von Ihrem eigenen Beschluss sozusagen zu überzeugen. Ist diese Wunder der Übel öffentlich zelebrierte Zerrissenheit nicht genau das Problem der Partei? Dass man nicht mehr weiß, für was sie wirklich stehen und für was sie stehen will. Die SPD wird am Sonntag entscheiden, ob sie in Koalitionsverhandlungen eintritt oder nicht. Wofür wir stehen, das kann man in dem Sondierungspapier sehr gut lesen. Und es geht nicht darum, ob wir nicht zu diesen Inhalten stehen, sondern die unterschiedliche Bewertung ist, reicht das für Koalitionsverhandlungen für den Eintritt in eine Regierung oder nicht? Und meine Position ist, das reicht. Und ich empfehle meiner Partei, diese Koalitionsverhandlungen mit dem Ziel eines Regierungseintritts aufzunehmen. Aber wie das halt in demokratischen Parteien so ist, es gibt auch Leute, die das anders sehen. Und diese Debatte müssen wir führen. Das ist übrigens eine Debatte, die in der Bevölkerung auch geführt wird. Nicht nur Mitglieder unserer Partei, auch unsere Wählerinnen und Wähler oder Leute, die insgesamt die Politik beobachten, sagen, in zwei unterschiedlichen Lagern, die sollen reingehen, die sollen nicht reingehen. Insofern ist diese Debatte eigentlich etwas, was unsere Partei eher auszeichnet. Herr Trost, bitte. Eine Nachfrage. Schädigt das nicht die Parteispitze, wenn Sie so viel Verständnis für diese Debatte zeigen? Nein, im Gegenteil. Ich glaube, dass wir auch einen Politikstil haben. Ich weiß, dass das häufig missverstanden wird. Aber der Politikstil, wo Leute von oben sagen, ich bin jetzt hier der Boss und das wird so gemacht, wie ich das will, das ist nicht mehr der zeitgemäße Stil. In einer so kommunikationsintensiven Gesellschaft, in der wir leben, müssen auch politische Parteien auf das Bedürfnis nach Debatte und Kommunikation Rücksicht nehmen, auch Parteiführer. Und das tue ich. Das heißt nicht, dass ich nicht meine eigene Position habe und für diese Position kämpfe. Aber ich muss halt auch zur Kenntnis nehmen, dass es andere Positionen gibt. Und da ich aber ein kampfstarker Mensch bin, glaube ich, dass ich eine Mehrheit für meine Position erreiche. Herr Trost. Herr Schütz, ich muss noch einmal nachfragen. Die Kanzlerin sagt heute, die Punkte dieses Papiers können nicht neu verhandelt werden. Es sei lediglich möglich, einige Punkte auszuprobieren. Hat sie recht oder nicht? Ja, Eckpunkte werden auch nicht neu verhandelt, aber Inhalte, Eckpunkte stecken einen Rahmen ab, deshalb heißen sie Eckpunkte. Und was in diesem Rahmen drin ist, wird sehr wohl intensiviert und neu verhandelt. Wir haben diese Eckpunkte definiert gemeinsam, das heißt noch nicht, dass wir an allen Punkten jetzt schon am Ende der Verhandlungen sind. Herr Lang. Herr Schulz, wenn jetzt die Möglichkeiten festgeschriebene Möglichkeiten an zwei Jahren noch eine Bilanz zu ziehen, bedrohen, dann ist das sowas, was für Sie gut und ein mögliches Zünden an der Wahl für den Sonntag sein könnte? Das war ein Wunsch, den ich selbst sehr intensiv in der Debatte vorgetragen habe. Das resultiert aus der Bewertung der vergangenen Wahlperiode. Schauen Sie sich mal an, in welcher Schnelligkeit, Sie sind ja Journalistinnen und Journalisten mit dem gleichen Phänomen konfrontiert wie wir auch, in welcher Schnelligkeit Themen an Fahrt gewinnen, die ein solcher Vertrag gar nicht abbildet. Nehmen Sie mal die Ehe für alle, die zu Beginn 2013 nicht das zentrale Thema war und plötzlich in der zweiten Hälfte der Wahlperiode ein ganz zentrales, auch gesellschaftliches Thema wurde, das aber der Koalitionsvertrag nicht abbildete. Und deshalb glaube ich, ist es sinnvoll, dass man in der Mitte einer Wahlperiode einmal überprüft, wie weit sind wir gekommen und was ist in der Zwischenzeit entstanden, was man aufnehmen müsste. Ich glaube, in einer politisch so dynamischen Zeit wie der unseren ist das nötig. Für uns ist es so, wir haben auch im Dezember 2019 einen ordentlichen Parteitag der SPD, der für uns auch als Partei die Chance beinhalten würde, doch zu sagen, wir ziehen jetzt mal eine Halbzeitbilanz. Herr Wittmann, bitte. Ich gehe auch mal auf diese Mitte der Legislaturperiode ein, der neuen Damen. Sie haben die Rede davon, dass Ihre Partnerin in einer möglichen Koalition die Bundeskanzlerin nach der Hälfte der nächsten Legislaturperiode der Amt hinlegen wird und es einen Wechsel geben wird. Ist diese Zwei-Jahres-Frist zum Überprüfen auch mit Hinblick auf den möglichen Wechsel
der Kanzlerin schon so ins Auge gefasst? Also die Frage kann ich mit einem klaren Nein beantworten. Ich muss Ihnen sagen, ich beschäftige mich im Moment sehr viel mit politischen Dingen. Mit der Amtszeit von Angela Merkel beschäftige ich mich offen gestanden etwas nachrangiger. Die Fragen müssen Sie auch an Frau Merkel richten, ob sie da die ganze Wahlperiode machen will oder nicht. Ich stelle mal fest, sie ist im Wahlkampf angetreten mit der Aussage, dass sie für die gesamte Wahlperiode antritt. Und das ist mein Kenntnisstand. Alles andere ist nicht meine Sache. Was Sie dann entscheiden an den Wochenenden, ich sage, Sie sind zuversichtlich, ist schon mit Blick auf 4 Jahre, auch wenn Sie nach 2 Jahren Bilanz ziehen möchten. Ja, Koalitionsverträge werden für die Dauer der Wahlperiode geschlossen. Also für 4 Jahre. Und nichtsdestotrotz halte ich es für sehr sinnvoll. Das haben übrigens die beiden anderen Parteien ja auch akzeptiert, weil sie selbst auch gesagt haben, es macht durchaus Sinn, mal nach 2 Jahren zu überprüfen, wie weit sind wir eigentlich im Abarbeiten dieses Vertrages? Wie weit sind wir gekommen? Was ist zwischenzeitlich noch dazugekommen? Halte das schon für ein sinnvolles Vorgehen. Schauen Sie sich die internationale Entwicklung an. Wer von uns weiß heute, wie die globale Entwicklung, wie die Fragen, nehmen Sie die Klimafragen, nehmen Sie die Migrationsfragen, nehmen Sie die Fragen der internationalen Stabilität, auch der Risiken in unseren Nachbarregionen. Es weiß ja niemand, wie sich das entwickelt. Wir hoffen alle zu einem Guten und wollen über Europa auch dazu beitragen, dass es sich stabilisiert. Aber ich glaube sehr wohl, dass wir, wenn Sie nur mal die Europapolitik nehmen, im Juli, glaube ich, oder im Juni 2019 Europawahlen haben werden. Etwa im November 2019 wird die nächste EU-Kommission ihr Amt antreten. Das fällt fast parallel zu einer solchen Revision. Dann haben Sie in Europa eine völlig neue Struktur und dann macht es sicher Sinn. Sie haben einen neuen Ratspräsidenten oder Ratspräsidentin, den neuen Kommissionspräsidenten oder Kommissionspräsidenten, ein neues europäisches Parlament gewählt. Dann macht es sicher Sinn, einmal zu überprüfen, wie das größte Mitgliedsland der Europäischen Union, die Bundesrepublik Deutschland, im Lichte der dann erfolgenden Aufstellung seine Europapolitik definiert. Insofern, glaube ich, ist so eine Zwei-Jahres-Klausel in jeder Hinsicht sinnvoll. Letzte Frage, Möglichkeit für Herrn Umlauf. Darf ich mal probieren? Wie vielfach ist es denn, dass Ihr eigener Generalsekretär gegen die Koalitionsverhandlungen ist? Ich habe ja sehr klar gesagt, dass ich einen Abwägungsprozess möchte. Ich selber habe den ja auch vorgenommen während der Sondierungen. Und ich respektiere die Meinung des anderen, so wie es Martin Schulz ja auch tut. Und das heißt, wenn jemand anders, in dem Fall Uli Krötsch, zu einer anderen Entscheidung kommt, dann habe ich davor Respekt. Und ich will aber ebenso den Gegenrespekt haben. Und das wird auch, glaube ich, diesen Parteitag kennzeichnen müssen, dass wir respektvoll miteinander umgehen, auch in der Debatte und Meinungen zulassen, aber eben versuchen zu überzeugen für das, was man selbst für sich als Ergebnis entwickelt hat. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Wir müssen leider beenden. Herr Schulz, geht's weiter. Dankeschön. Danke. Tschüss. So, meine Damen und Herren, das war die Pressekonferenz von Martin Schulz nach dem Besuch bei der Bayern-SPD im Kloster Irsee. Ich gucke hier mal auf meinen Zettel, was ich so mitgeschrieben habe. Herr Dr. Best von der Universität in Bonn, Politologe, Parteienforscher. Also ich fand, da haben wir einiges gelernt. Erstens habe ich gelernt, Streit heißt jetzt nicht mehr Streit, sondern es heißt lebhafte Diskussion. Martin Schulz sagte, es habe die eine oder andere intensive, lebhafte Diskussion gegeben. Das klang für mich sehr stark nach Streit, heißt aber nicht mehr so. Und dann habe ich gelernt, Sondierungs sind nicht Koalitionsverhandlungen, ist mir klar. Ich glaube, Angela Merkel hat heute Nachmittag etwas anders geklungen. Die hat vorhin, da kommen wir gleich dazu, meine Damen und Herren, den österreichischen Außenminister, den österreichischen Kanzler zu Gast gehabt und hat da auch etwas gesagt zu diesem Parteitag der SPD. Die klang da doch ganz anders. Die klang nämlich so, naja, das, was wir sondiert haben, das ist am Ende im Endeffekt auch das, was bei der Koalition am Ende bei rauskommen wird. Martin Schulz klang so ein bisschen mehr, ach, schauen wir mal, ist das am Ende wirklich umsetzbar? Also er hat ja gesprochen von den Eckpunkten, ja, die einen Rahmen abstecken. Ja. Und der Rahmen müsste jetzt noch vollkommen ausgefüllt werden. Viele Relativierungen drin. So frei ist es sicherlich nicht. Die Union übertreibt aber vielleicht auch ein bisschen, sodass quasi gar nichts mehr oder dass es kaum noch ausfüllungsbedürftig wäre, dass es nur noch um Details ginge. Es ist sicherlich dazwischen. Man kann sicherlich auch versuchen, an der einen oder anderen Stelle einen Kompromiss wieder aufzuschnüren. Aber dann ist halt die Frage, warum sollte die Union sich darauf einlassen? Eigentlich nur, wenn sie an anderer Stelle etwas dafür bekommt, auch wieder. Oder wenn jetzt am Sonntag der Parteitag der SPD
so knapp ausgeht, dass man doch wirklich schon sehr, sehr stark um das Mitgliedervotum fürchten muss, dann wäre sicherlich auch nochmal die Bereitschaft größer. Das ist so ein bisschen ein Paradox. Also je schwächer eigentlich Martin Schulz und die SPD-Führung aus dem Parteitag rausgehen, desto mehr können sie vielleicht dann auch noch rausholen gegenüber der Union. Ja, das ist ja interessant, dass Sie das sagen, weil das führt mich ehrlich gesagt zu einem Gedanken, den ich bisher kaum bei Kommentatoren gelesen habe. Nämlich könnte es am Ende sein, dass die SPD nun sagt, okay, wir gehen in die Koalitionsverhandlungen. In den Koalitionsverhandlungen, da holt man auf einmal jetzt die schöne Route raus. Und da kommt jetzt auf einmal die richtig harte Hand. Und da sagt man, passt mal auf, jetzt wollen wir aber was richtig Anständiges. Oder glauben Sie, nein, 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 mit dieser SPD-Führung wird es eher, viele Kritiker sagen, beim Kuschelkurs bleiben? Also das Problem ist natürlich, die Union hat natürlich auch ein Druckmittel an der Hand. Die Union könnte halt sagen, nö, also so nicht, und dann gibt es halt Neuwahlen. Und wie gut dann jetzt die SPD in ihrer gegenwärtigen Situation aus diesen Neuwahlen hervorgehen, würde das im Prinzip auch das, was am meisten aus SPD-Sicht hoffen lässt für den Mitgliederentscheid, dass eben die Alternative oder die einzig anscheinend verbleibende Alternative Neuwahlen zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich zu einem noch schlechteren Wahlergebnis führen würde. Und gut, dann könnte man vielleicht auch dann sich auf die Opposition zurückziehen, hätte sowas gewonnen, aber vielleicht geht noch nicht mal das und vielleicht geht dann gar nichts mehr rechnerisch, außer geht vielleicht noch nicht mal mehr Jamaika, könnte ja auch sein. Mhm. Die FDP ist ja auch ein bisschen abgesunken, die Union. Ja. Und dann müsste man am Ende doch noch springen und kriegt dann auch nicht mehr die besseren Konditionen dafür. Man vergisst ja leicht, dass es am Ende auch von Koalitionsverhandlungen dann eben ja auch noch diesen SPD-Mitgliederentscheid gibt. Wer weiß, was dabei rauskommt. Wir